Diese Bruchlandung hat einen Albatros berühmt gemacht. Der missglückte Landeanflug wird auf dem Twitter-Account Royal Albatross Cam veröffentlicht. Innerhalb weniger Tage wird das Video rund 150.000 Mal geklickt und verhilft dem Pechvogel zu Ruhm. Vor den Augen eines Jungtieres rauscht der Königsalbatros von links heran und landet unsanft auf dem Schnabel. Es braucht ein paar Sekunden, bis er sich wieder gefangen hat. Verletzt haben soll sich der Vogel nicht. Die Betreiber des Twitter-Kanals schreiben zu dem Video: Das Fliegen ist für einen Albatros größtenteils mühelos. Die Landung kann schon mal schwieriger sein. Und weiter: Das Küken saß in der ersten Reihe bei der Lehrstunde, wie man nicht landet. Ausgewachsene Königsalbatrosse haben eine Spannweite von bis zu 3 Metern und können mehr als 8 Kilogramm schwer werden. Sie gehören zu den größten, flugfähigen Vögeln der Welt.